Willkommen zurück zu Pokémon Y. Wir sind in Yantara City. Und ich gratuliere hier mal kurz wem zum Geburtstag, weil ich das immer mache. Und ja, ich wollte zuallererst Schutz kaufen gehen. Definitiv. Weil ich hier sonst ausflippe. Haben wir in der Spiegelhöhle ja gesehen. Womit kann ich dienen? Du kannst mir mit Schutz dienen. Super Schutzer. Danke schön. Wir haben 21. Tränke haben wir noch 4. Übertränke haben wir 2. Wo ich nicht glaube, dass wir das oft brauchen, aber schauen wir mal. Habe ich überhaupt mein Team schon geheilt? Sieht ganz so aus, ja. Das sieht gut aus. So, wenn ich schon mal hier bin, rede ich mal mit euch, ne? In meinem neuen Lieblingsspiel muss man Attacken im Rhythmus der Musik ausführen, um Gegner zu besiegen. Was für ein Spaß! Klingt nach Final Fantasy Curtain Call oder allgemein die Theater Rhythm Reihe. Aber das würde mich wundern, wenn das hier drinne, wenn da Werbung für gemacht würde. Einst wurde hier ein leuchtender Stein gefunden, der eine rätselhafte Wärme ausstrahlte. Um diesen Stein zu beschützen, errichteten die Leute mit vereinten Kräften einen riesigen Turm. In der Kalos-Region werden hin und wieder selten Steine gefunden, die konzentrierte Lebensenergie enthalten. Ach, wen haben wir denn da? Hey! So sieht man sich wieder, wie läuft alles aus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich mal besser zur Sicherheit. Soll ich dir die O-Kraft erklären? Nö. Alles klar, du weißt eben Bescheid, Mann. In diesem Sinne empfange meine Kraft mehr miteinander. Du kannst jetzt Volltrefferkraft Level 1 benutzen. Erhöht die Volltrefferquote. Denk dran, du kannst über das PSS auf die O-Kraft zugreifen und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte im Level an. Also setze sie am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich irgendwo wieder. Das nehme ich leider sogar an. Nein, ich will nicht kämpfen. Es ist ja schön, dass du mich fragst, weil Alpha Saphir kriege ich niemals irgendwelche Kampfanfragen. Ich weiß nicht warum. Ursprünglich waren die Kämpfe ein Ritual, das die gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen und Pokémon stärkte. Aha. Wenn man morgens aufwacht, stehen die Haare in alle Richtungen ab, wie nach einem Stromschlag. Ob sich das mit der Mega-Entwicklung wohl ähnlich verhält? Steht dir alles ab, wenn du das machst, oder wie? Nicht so wirklich. Wärst du wohl so nett, mir zu zeigen, wie es mit dem Training deines Teams vorangeht? Von Trainer zu Trainer? Ja, klar. Welches Pokémon willst du mir zeigen? Enigma. Hui, dieses Glurak war auf Level 1, dass du es gefunden hast, aber inzwischen hat es Level 37 erreicht. Ein gut trainiertes Pokémon. Man sieht, dass du dir Mühe gibst. Du trainierst dein Pokémon-Team also, indem du mit ihm unterwegs bist. Hier, das ist ein kleines Dankeschön dafür. Von mir, dafür, dass du mir deine Liebe zu den Pokémon gezeigt hast. So von Trainer zu Trainer. Aha, jetzt hat Glurak ein Fußabdruckband bekommen. Das Glitzern eines Fußabdruckbandes verdeutlicht sehr schön, wie viel Liebe man in das Training eines Pokémon gesteckt hat. Erfahrung lässt sich nicht am Alter messen, sondern an den Kilometern auf dem Tacho. Oder eben an den zurückgelegten Schritten. Herzlichen Dank, dass du die Früchte deines Trainings mit mir geteilt hast. Da wollen wir doch gleich mal gucken, wie das aussieht, ne? Mal her, Enigma. Da sieht man's. Band für ein Pokémon, das einen besonders guten Fußabdruck hinterlässt. Und in seinem Fall einen besonders großen. Nun gut. Könnte ich jetzt wohl mit jedem machen, aber ich lass mal. Wer immer fleißig seinen Vorbildern nacheifert, entwickelt irgendwann seinen ganz eigenen Stil. Wer stark werden will, braucht also Vorbilder. Warum? Hey, du! Hast du zufällig gerade ein Pokémon vom Typ Flug oder Psycho dabei? Oh, du hast ja ein Gardevoir dabei. Leih's mir doch bitte mal kurz, damit es mir helfen kann, ein Item vom Kühlschrank zu holen. Was? Kannst du das nicht selber machen? Besten Dank, hier, das ist für dich. Sternenstäube. Okay, kann ich verkaufen. Pokémon sind einfach Gold wert. Willst du noch was? Nee. Kannst du nicht selbst auf den Kühlschrank greifen, um dir deinen Sternstaub runterzuholen? Das verkaufe ich gleich mal.
Ein bisschen sortieren. Honigperle. Ja, das verkaufe ich auch. Superball, Superball, Rückbälle, so ist das nicht. Okay. Was verkauft eigentlich der andere? Da hab ich doch gar nicht geguckt. Verkaufst du irgendwas Besonderes? Ja. Schaufler, Gifthieb. Ja, das nehme ich mit. Ja, ja. Wunderbar. Gifthieb, naja, das braucht allerdings keiner, weil Champ ist ja. Speziell. Hm. Aber naja, man weiß ja nie. Du. Bling. Ach nö. Hallo Jazz, wie geht deine Reise voran? Jasmin, lass uns die Einträge in unserem Carlos Küstenpokédex vergleichen und rausfinden, wer schon mehr Pokémon gesehen hat. Weil eine andere Art von Pokémon-Kampf, was? Du hast also bereits 60 Pokémon gesehen. Da ziehe ich wohl den kürzeren. Ich gratuliere dir, Jasmin. Ich habe auch ein paar Pokémon gefunden, die allesamt super Tänzer sind. Da fällt mir ein, der Professor meinte doch, wir sollten unbedingt Mr. Mega Hallo sagen, wenn wir in der Tara City sind. Ja, stimmt, das hat er gesagt. Wem sollen wir gleich wieder Hallo sagen? Na, Mr. Mega. Ja, stimmt, genau das hat er gesagt. Prima, dann lassen uns doch alle nach diesem Mr. Mega suchen. Aber wo finden wir diesen Mr. Mega wohl? Also ich habe gehört, dass Mr. Mega im Turm der Erkenntnis sein soll, weiter hinten am Stadtrand. Ja, das juckt mich gerade aber weniger. Gibt's hier noch was? Ich will ja alles erkunden, ist ja logisch. Was haben wir denn hier? Es soll ein Item geben, mit dem man die Fähigkeit eines Pokémon ändern kann. Das habe ich zumindest gehört. Aber wo findet man die? Kann man kaufen für 200 Punkte. Das ist die Fähigkeitenkapsel. Was sehe ich denn da? In Carlos Küstenpokédex. Zeig mal, wie viele Pokémon du entdeckt hast. 60 Pokémon! Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Hier, eine kleine Überraschung für dich. Ein Evolit! Ja, schön. So ein Evolit ist schon toll. Er erhöht nämlich sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Allerdings entfaltet sich die Wirkung nur bei Pokémon, die sich noch entwickeln können. Ganz schön eigen für einen Stein, was? Hat... Anubis hat schon was, ja. Pudersand. Wenn ich ihm das gebe, bekommt er, glaube ich, 50% mehr Verteidigung und Spezialverteidigung, weil er noch nicht voll entwickelt ist. Allerdings ist das auch nicht weiter nötig gerade. Ist ja nicht so, dass er es unbedingt nötig hat, aber mit Trasla schon weniger anzufangen. Oh. Neulich hat mich ein Freund zu sich eingeladen, der vor kurzem Team Flair beigetreten ist. Er hat ausschließlich davon gesprochen, dass nur Team Flair eine strahlende Zukunft haben. Den würde ich nicht mal als Freund bezeichnen. Ein guter Bekannter von mir, ein Wanderer mit einem Fable fürs Riesenradfahren, hat angeblich endlich die große Liebe gefunden. Warum erzählst du mir das? Tut mir wirklich leid, aber ich suche gerade etwas. Was denn? Darf ich mitsuchen? Okay, da gehen wir noch nicht hin. Pokémon leben für den Kampf. Sieg und Niederlage sind also eine große Verantwortung für den Trainer. Na, Pokémon wollen aber auch lieb gehabt werden und nicht nur ganz erkämpfen. Ach, ich würde mir so gerne alle Attacken ansehen, die von Pokémon eingesetzt werden können. Der Aufwand, die Liebe und das Herzblut, das man in seine Pokémon steckt, zahlen sich doppelt und dreifach aus. Das stimmt. Das ewige Leben. Klar klingt das erstmal verlockend, doch irgendwann kommt einem das doch auch bestimmt zu den Ohren raus. Das ist nicht, dass man sterben will. Also, aber ewiges Leben? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, okay. Es gibt wirklich viele Items, mit denen man die Kräfte der Pokémon zur Geltung bringen kann. Ja. Hm,
Für dich und dein Landhorn ist kein Weg zu weit, was? Ich persönlich bin mein ganzes Leben lang nie aus dieser Stadt rausgekommen. Ah, mein Dommi und ich hier sind schon ein Team. Lass uns eine deiner Citro-Bären gegen eine meiner Yunago-Bären tauschen, ja? Ja. Okay, warum du auch immer das willst. Ich wünschte, ich könnte Fliegen einsetzen, um schneller zum Bärenfeld zu gelangen. Freundschaft ist die stärkste Kraft von allen. Will man also die verborgenen Kräfte der Pokémon zum Vorschein bringen, wäre es das Beste, sich richtig gut mit denen anzufreunden. Da hat wieder jemand Geburtstag da unten. Alles Gute! Ich weiß, ich muss das immer machen, wenn ich das sehe. Das ist einfach so. Hey, die Arena. Die Arena-Leiterin Conny ist gerade für ihr Spezialtraining im Turm der Erkenntnis. Hm, na gut. Müssen wir die Conny wohl erstmal besuchen. Oh, das geht doch einfach schon mal vor. Schau mal, Jess, ich will dir was zeigen. Was denn? Ich rede von dem Stein. Als ich vorhin einem herumreisenden Sammler seltene Steine in meinem neuen Tanz gezeigt habe, hat er mir den einfach so geschenkt. Aber er wollte wahrscheinlich, dass du das da aufhörst zu tanzen. Was meinst du? Ist das vielleicht ein Megastein? Das wäre ja toll. So oder so, ich gebe ihn dir, Jazz. Ich meine, du bist ein großartiger Trainer, Jazz. Stein halt noch mehr rum. Ich habe unseren Pokémon-Kampf auf Route 5 nämlich nicht vergessen. Oh nein. Kurioser Stein. Ich nehme schon an, dass das sowas ist. Ich weiß es nicht mehr. Ist das der Turm der Erkenntnis? Wahnsinn. Darf ich jetzt weiter? Ich gehe Trovato Tomato holen. Geh schon mal vor. Ihr hättet schon längst vorgehen können. Wir hätten uns da getroffen. Ich will noch besser werden, als ich es jetzt bin. So fühlen sowohl Menschen als auch Pokémon. Oh, ich kann ein Bild machen. Jo, möchte ich. Der Kamera-Gauz. Hallo. Sieht fast ein bisschen aus wie der Mr. Miteinander-Typ. Taki, wie kann ich dir behilflich sein? Foto machen. Also gut, da wollen wir mal was. Das ist ein passender Hintergrund. Finden ein schönes Foto. Kann man das Bild auch wieder zentrieren? Ja, möchte ich. Wenn du die Kamera anbinden musst, darf ich immer. Ja, ich weiß. Ja, ich möchte Trinkgeld geben, natürlich möchte ich. Ja, ja. Das sagst du nur, weil ich dir so viel Geld gebe. Okay, dann gehen wir mal zum Turm der Erkenntnis. Da liegt was. Ich habe es so gar nicht gesehen. Ein Top-Äther. Hier nicht? Gut. Dann let's go! Turm der Erkenntnis. Lucario. Hm, cool. Eine schöne Lucario-Statue. Wunderbar. Boah, sieht die cool aus. Oh, da sind sie ja schon. Huch, du musst Jasmin sein. Professor Platan hat mir schon von dir erzählt. Nun, ich bin Mr. Mega, ein alter Bekannter des Professors. Tja, dass Mr. Mega nicht mein richtiger Name ist, wirst du dir sicher schon gedacht haben, nicht wahr? Aber egal, komm mal bitte her, ja? Ja, ja. Hm? Bist du allein unterwegs? Merkwürdig. Platan sagt, er habe 5 Kindern einen Pokédex gegeben. Wo sind die anderen 4? Die kommen schon. Oh, mit wem redest du da, Jess? Ja, guck mal vor dich da. Man nennt mich Mr. Mega. Ich heiße Tierno. Ich bin ein Freund von Jasmin. Das würde ich eher nicht behaupten, aber gut. Und ich heiße Trovato. Es freut mich, euch kennenzulernen, Schüler von Professor Platan. Aber es fehlen noch immer 2. Wo die beiden wohl stecken? Die kommen auch noch. Huch, hast du diesen kuriosen Stein da etwa gefunden? Ja, so ist es. Einfach mal ignorieren, dass er ihn mir geschenkt hat. Lügen haben kurze Beine. Denk dran, hast wirklich du diesen kuriosen Stein gefunden? Oh, nerv doch nicht rum. Wer weißt du, dass ich gelogen habe? Nicht so bescheiden, Jess. In gewisser Weise hast du ihn ja gefunden. Ja, was denn nun? Ja, yes. Wer den Stein gefunden hat, ist letztendlich auch Nebensache, ja. Aber erst lange nicht lüge. Viel wichtiger ist es, die Wahrheit zu sagen. Denn wenn jeder lügen würde, gäbe es für die Wahrheit keinen Platz mehr in unserer Welt. Es gibt viel zu viele Leute, die lügen, also labere mich nicht voll.
Ach ja, und bei diesem kuriosen Stein handelt es sich übrigens bloß um einen gewöhnlichen Stein. Das ist die nackte, ungeschminkte Wahrheit. Na toll. Warum ist er dann kurios? Was ist denn das für ein Lärm? Soll das heißen, dass wir nun vollständig sind? Schön, dass du es bis nach Yantara City geschafft hast. Lucario scheint dich in seinem Pokéball sehr zu freuen, dich wiederzusehen. Nun, lass uns mal nachschauen, was da so vor sich geht. Okay. Ja, da seid ihr ja jetzt mal. Aha, sieht so aus, als seien wir vollzählig. Jazz! Wie geht's deinem Team? Ist schon eine Weile her. Ne, warte, Moment. Ist schon eine Weile her, seit wir zuletzt an einem allerlei Fleck versammelt waren. Stimmt, das letzte Mal war auf Route 7. Mr. Mega. Ich muss immer gehen, wenn ich den spreche. Moment. Immer wenn ich den spreche, komm, ich muss hier wie gehen. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich, weil der so drahtüchtig ist. Darf ich fragen, wer dieses Mädchen ist? Das wollte ich schon die ganze Zeit wissen. Das ist meine Enkelin Conny. Sie ist die Arenaleiterin von Yantara City. Jetzt, wo alle von Professor Platans Schülern hier sind, kann ich endlich mit meinen Ausführungen zur Mega-Entwicklung beginnen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, wie eine gewöhnliche Entwicklung funktioniert. Klar wissen wir das. Bei bestimmten Pokémon setzt die Entwicklung ein, wenn man sie durch Kämpfe trainiert. Andere entwickeln sich hingegen nur durch bestimmte Items oder durch Tausch. Dann gibt es noch solche Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie zutraulicher geworden sind. Oh, und manche können sich nur an ganz bestimmten Orten entwickeln. Ihr habt den Tausch vergessen. Genau, die Entwicklung der Pokémon hat viele verschiedene Auslöser. Aber was, wenn sich ein bereits voll entwickeltes Pokémon erneut entwickelt? Ach, das sagt Conny, scheiße. Das nennt man eine Mega-Entwicklung. Ihr habt richtig gehört. Bisher nahm man an, ein Pokémon könnte sich maximal zweimal entwickeln. Doch die Mega-Entwicklung stellt alles, was wir bisher zu wissen glaubten, auf den Kopf. Sie verleiht dem Pokémon zumindest zeitweise ungeahnte neue Kräfte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Glumanda entwickelt sich zum Beispiel zu Glutexo und Glutexo wird schließlich zu Glurak. Kann sich Glurak dann dank der Mega-Entwicklung nochmal zu einem anderen Pokémon weiterentwickeln? Exakt, du hast es erfasst. Aber nicht alle Pokémon sind zur Mega-Entwicklung fähig. Das wäre ja noch schlimmer. Da müsste man ja für alle 719 Pokémon, die es gibt, Megasteine finden. Das ist ja richtig furchtbar. Wie bereits erwähnt, ist die Mega-Entwicklung außerdem zeitlich begrenzt. Das heißt, nach einer Weile entwickelt sich das Pokémon wieder zu einem Glurak zurück. Ist das wahr? Ich dachte immer, eine Entwicklung sei etwas Endgültiges. Grundsätzlich ist das korrekt. Die Mega-Entwicklung ist jedoch eine Ausnahme. Es gibt aber noch viele offene Fragen zu diesem Thema, um ganz ehrlich zu sein. Mit Sicherheit können wir bisher nur Folgendes sagen. Um eine Mega-Entwicklung auszulesen, wird eine bestimmte Kombination an Items benötigt und außerdem ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis zwischen dem Pokémon und seinem Trainer bestehen. Egal. Ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis, mit anderen Worten also eine Freundschaft. Kommen wir jetzt zu den benötigten Hilfsmitteln. Bevor irgendetwas passieren kann, muss das Pokémon einen Megaschein erhalten und der Trainer mit einem Megaring ausgestattet sein. Letzterer ist mit einem mysteriösen Stein besetzt. Professor Platan vertraut euch und hat jedem von euch einen Pokédex zukommen lassen. Deshalb würde ich euch, ohne mit der Wimper zu zucken, die nötigen Hilfsmittel für die Mega-Entwicklung anvertrauen, aber... Es gibt ein Aber, was soll das heißen? Das heißt, dass ich leider diesen einen Megaring habe. Sie sind sehr teuer in der Herstellung. Das ist einer der Gründe, weshalb die Forschung zur Mega-Entwicklung so langsam voranschreitet. Ihr müsst also unter euch ausmachen, wer von euch in Fußstapfen des Hüters der Mega-Entwicklung treten soll. Ich gebe es ganz offen zu, Pokémon-Kämpfe sind nicht gerade meine Stärke. Deshalb wäre der Megaring bei mir auch in den falschen Händen, denke ich. Mir geht es ähnlich, obwohl der Megaring sicher ein tolles Andenken wäre. Ich will mich in erster Linie darauf konzentrieren, den Pokédex zu vervollständigen. Die Mega-Entwicklung zu erforschen klingt verlockend, aber das würde mich nur von meinem eigentlichen Ziel abbringen. Das heißt, es läuft entweder auf Jazz oder Calum heraus. Als Trainer macht euch beide so schnell keiner was vor. Und schon wieder gehen! Gott, dieser Typ, ich will den nicht sprechen. Ah, Jasmin, lass uns die Sache durch einen Kampf entscheiden. Das ist die Gelegenheit, um ein für alle Mal auszufinden, wer der beste Trainer aus Issia ist. Na gerne. Wenn du auf die Schnauze willst, kannst du haben. Der Megaring gehört mir. Wollen wir anfangen? Natürlich. Meine Pokémon glauben an mich. Sie glauben, dass ich es schaffen kann, die Mega-Entwicklung zu meistern. Meine auch. Sie haben mir die ganze Zeit über beigestanden, deswegen darf ich auch um ihretwillen nicht verlieren. Ich brauche dich nur anzusehen, um zu wissen, wie stark du bist, aber wir werden nicht verlieren. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Na dann, bring it on, Caden. Ja.
Psyogon! Mau mau! Tommy, los! Welche Level haben denn deine Pokémon? 28. Also ich sollte wirklich unbedingt mal den EP-Teiler ausstellen. Aber es ist halt blöd, dass Vibrava sich erst so spät entwickelt. Aber typisch Drachen-Pokémon, die entwickeln sich immer so spät. Vorgesprungen! Lichtschild, scheiße. Sehr schön. Paralysiert. Du bist langsam. Das ist Elektroball effektiver. Na, auch nicht wirklich, ne? Hey! Ich will keine Herzchen von dir haben. Du bist auch ein Mann. Schrei los! Tommy, ehrlich? Du bist schlecht. Gott, Landtouren, was ist das mit dir? Nochmal. So. Miau. Mhm. 38 für Champ. Auch für Enigma. Ich denke, ich werde nachher den da ausstellen. Absol. Absol, und Licht-Pokémon. Effektiv ist da Kampf. Käfer, glaube ich. Mal gucken. Was haben wir denn da Schönes? Wer kann denn mal raus? Also, Yoshi wäre auf jeden Fall nicht angebracht. Lass doch mal Champ rein. Der war weg. Champ hat Power. Würde man nicht zutrauen, aber Roserad hat richtig Power unter dem Hintern. Yay. Eissplitter. Das Ziel wird mit Eisklumpen beworfen. Diese Attacke mit echter Garantie. Aber es ist physisch, Mensch. Du bist wirklich kein physisches Pokémon. Ach Gott, Weckruf. Nee. Das hat bei dir keinen Sinn, mein liebes Frostädchen. Amphizel, da bleibst du hier. Du hast noch nicht mal Quajutsu. Frosch, Frosch. Gigasauger. Ja, wozu kiefer? Gigasauger, weil Amphizel halt Wasser ist, ne? Das ist logisch. Level 30 hatte schon. Du brauchst noch 7 Level, Anubis, dann bist du auch endlich entwickelt. Das ist, oh, okay. Ich hab verloren. Ja, sag ich doch. Hey, mit dem Megaring. Epic. Eure Freundschaft verleiht dir, nein euch, große Kraft. Es ist zwar bitter, dass ich verloren habe, aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du die Mega-Entwicklung meistern wirst. Bei jedem Pokémon-Kampf gibt es Sieger und Verlierer, aber das ändert nichts daran, dass ihr beide fantastische Trainer mit tollen Teams seid. Die Mega-Entwicklung ist nur eine Methode, um seinen Pokémon zu mehr Stärke zu verhelfen. Ich bin mir sicher, dass es viele Trainer gibt, die auch ohne sie das absolute Maximum aus ihren Pokémon herauskitzeln. Auf jeden Fall. Nun gut, Jasmin, fordere zuallererst die Arenaleiterin Conny heraus. Oh, du hast ein Bisaflor in deinem Team. Ich bin gespannt darauf zu sehen, was ihr beide dank der Mega-Entwicklung bei deines Partners erreichen werdet. Bisaflor? Hä? Bisaflor? Ich habe kein Bisaflor. Ich hab's in der Box, aber ich hab's nicht im Team. Für die Mega-Entwicklung benötigt das Pokémon einen Megastein und der Trainer einen Megaring. Gegen einen Trainer, das mein Lucario so ins Herz geschlossen hat, muss ich unbedingt kämpfen. Ich erwarte dich in der Arena. Dort werde ich prüfen, ob du wirklich würdig bist, die Hüterin der Mega-Entwicklung zu sein. Deine Freunde können mich natürlich auch jederzeit zum Kampf herausfordern. Wir sehen uns dann, Conny. Der Professor freut sich bestimmt riesig, wenn es dir gelingt, die Mega-Entwicklung zu meistern. Sowas kann nicht jeder dahergelaufene Trainer.
Stimmt, der Prof wollte schließlich, dass wir Spaß auf unserer Reise mit den Pokémon haben und uns zum Ziel setzen, die besten Trainer zu werden, die wir nur sein können. Tierno, lass uns auch unser Bestes geben und alles aus uns herausholen. Roger, nimm dich in Acht, Welt, hier kommen wir. Also dann Jazz und Zena Banana, wir sehen uns später. Diese Namen, ich muss schon wieder gähnen. Immer wenn ich diesen Kerl spreche, ne? Was ist das, ey? Scheiße, Tierno, verpiss dich, ey. Eigentlich sind alle Menschen und Pokémon einzigartig, aber genau deshalb ist es oft sehr hilfreich, sich mit anderen zu messen und zu versuchen, einander immer wieder zu überbieten. Denn nur so wird man besser und stärker. Eine gesunde Rivalität ist der Schlüssel zum Glück. Jazz, der Wettkampf zwischen dir und Caleb ist für eure Trainerkarriere sehr förderlich. Wenn ihr weiter versucht, einander zu überbieten, werdet ihr sicher beide sehr stark. Ich bin froh, mit euch reisen zu dürfen. Wir reisen nicht alle zusammen, sondern eher vereinzelt. Wir treffen uns hin und wieder mal irgendwo. Ja, der Part war sehr, sehr lastig mit Gesprächen. Fast eine halbe Stunde, meine Liebe. Meine Lieben, das war's bei Pokémon Y für diesen Part. Es ist viel zu viel geredet worden. Und ich hoffe, ich werde Tierno in nächster Zeit nicht mehr sprechen müssen. Diese Gene reinnervt. Wir sehen im nächsten Part wahrscheinlich uns bei der Arena bei Conny wieder. Ich freue mich schon drauf. Nächste Arena. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Y. Ciao, ciao.